Du hörst jetzt eine Sonnenmeditation und ich würde mich freuen, wenn du mich dabei begleitest. Mach es dir dazu ganz bequem. Wenn du dich dafür in die Sonne setzen kannst, ist das noch schöner, aber es geht auch ohne. Du kannst dich setzen, du kannst dich legen, ganz wie es dir gefällt. Rücke dich nun noch einmal zurecht, so wie du es ganz bequem hast. Atme nochmal tief durch und mit dem Ausatmen lasse dich ganz auf diese Meditation nun ein. Dein Atem kommt und geht, ein und aus. Und wenn du einatmest, kannst du ruhig denken, einatmen. Und wenn du dann wieder ausatmest, dann kannst du wiederum denken, ausatmen. Und das ist kein wirkliches Denken. Es ist einfach nur die Beschreibung des Momentes. Mit dem Einatmen erfrischst du deinen Körper. Und mit dem Ausatmen entspannst du ihn. Einatmen, erfrischen, ausatmen, entspannen. Nimm deinen Atem an deiner Nase wahr. Vielleicht kannst du den Luftzug spüren. Vielleicht auch das Geräusch wahrnehmen. Und wenn du das nächste Mal tief ausatmest, dann lasse deinen Kiefer locker. Die Zähne dürfen sich ruhig etwas voneinander lösen. Der Mund ein bisschen öffnen. Erlaube deiner Stirn sich zu glätten und deinen Augen nach innen zu schauen. Mit dem nächsten tiefen Ausatmen erlaube nun deinem ganzen Gesicht, sich vollkommen zu entspannen. Beobachte, wie sich beim Einatmen deine Brust ausdehnt, die Schultern nach oben steigen und mit dem Ausatmen die Brust wieder zusammensinkt, die Schultern nach unten. Und mit einem tiefen Ausatmen lasse nun deine Schultern tiefer und tiefer nach unten sinken. Und auch deine Arme kannst du fallen lassen. Und deine Hände werden ganz schwer
und verbinden sich mit deinem Körper, wo sie gerade aufliegen. Und je nachdem, wie tief du einatmest, bewegt sich auch dein Bauch auf und nieder. Und mit dem nächsten tiefen Ausatmen lasse dich mit deinem ganzen Gewicht nach unten sinken. Und auch deine Beine werden ganz schwer. Und deine Füße verbindest du mit der Erde. Und mit einem nächsten tiefen Ausatmen erlaube deinem ganzen Körper, sich vollkommen zu entspannen. Und mit jedem Ausatmen darfst du dich noch ein Stückchen mehr fallen lassen. Übergib dich der Schwerkraft. Die Erde trägt dich, du kannst ihr vertrauen. So ist dein Körper nun gut mit der Erde verbunden. Wir können ihr dankbar sein, dass sie uns trägt, dass sie uns nährt, ja, dass sie uns mit allem versorgt, was wir brauchen. Und wie liebevoll sorgt sie für alle Geschöpfe, für die Natur. Und wir können ihr vertrauen. Nach jeder Nacht folgt wieder ein Tag. Nach jedem Winter kommt auch wieder ein Sommer. Und nach jedem Regen scheint auch irgendwann wieder die Sonne. Und so möchte ich dich nun einladen, deinen Geist mit der Sonne zu verbinden. Du kannst dir vielleicht vorstellen, dass du gemütlich an deinem Lieblingsplatz in der Sonne sitzt oder liegst. Vielleicht bist du auch am Meer oder in den Bergen. Mach es dir ganz gemütlich an deinem Lieblingssonnenplatz. Und warm und hell scheint sie auf dein Haar, auf deine Kopfhaut. Sie umschmeichelt dein Gesicht,
wärmt deine Schultern. Und selbst durch deine Kleidung kannst du ihre wohltuende Wärme wahrnehmen. Bis in deine Zehen. Und sicherlich hast du eine Vorstellung davon, wenn wir lange keine Sonne gesehen haben, dann ziehen wir die Sonnenstrahlen förmlich in uns hinein, trinken durstig ihre Wärme und ihr Licht. Mit dem Einatmen ziehe die Sonne in dich hinein und fülle damit dein Gesicht. Und dein Mund beginnt zu strahlen, deine Augen zu leuchten. Und es verbreitet sich an deinem Hals und Nacken hinunter bis in deine Schultern, in deine Arme, in deine Hände bis in deine Finger. Und auch in deiner Brust wird es ganz hell. Und dein Herz geht auf wie eine Blume, die sich der Sonne entgegenstreckt. Und warm und wohlig fließt es weiter in deinen Bauch, in alle Organe. Und wenn du es erlaubst, kann es auch noch weiter in deine Beine, in deine Füße und die Zehen sickern. Und so bist du ganz erhellt von Kopf bis Fuß durch das Sonnenlicht. Atme es noch einmal tief ein und mit dem Ausatmen erlaube ihm, sich bis in jede Zelle deines Körpers auszubreiten. Zeige dein Strahlen ruhig nach außen durch ein Lächeln oder wenigstens die Vorstellung davon. Strahle selber wie die Sonne.
Tanke das Licht, die Wärme. Atme das Licht ein und mit dem Ausatmen verteile es immer weiter in dir. Und schließlich bist du selber so strahlend wie die Sonne. Und so wie der Schein einer Taschenlampe im Sonnenlicht verfließt, so verfließt auch nun dein Leuchten mit der Sonne. Und es wird zu einem einzigen großen Strahlen. Kannst du spüren, wie kraftvoll diese Energie ist? Und lass uns nun, wenn du möchtest, auch noch alles andere damit berühren. Die Sonne ist für alle da. Jeder hat sie gleichermaßen verdient. So kannst du mit deinen Sonnenstrahlen die Menschen anstrahlen, die dir lieb sind. Und du brauchst keine Angst zu haben, dass du jemanden zu nahe trittst. Auch die Sonne bietet sich immer nur an. Und wir können sie aufnehmen. Oder auch nicht. So kitzle sie ein bisschen mit deinem Strahlen. Und wenn sie mögen, werden sie sich dir anschließen. Und schicke dein Strahlen auch noch weiter an deine Freunde, Bekannten, Arbeitskollegen. Und berühre auch noch die Menschen, die dich in irgendeiner Weise berühren oder die du, auch wenn du es vielleicht nicht weißt, berührst.
Und jeder, der sich von deinem Strahlen, von dem großen ganzen Strahlen berühren lässt, der schickt es gleichermaßen weiter, wieder an seine Liebsten, Freunde, an alle Berührungen. Und so entsteht ein riesengroßes Netz aus wundervollem Strahlen, aus Licht, Energie, geben und nehmen. Und es geht augenblicklich so weit, dass wir es uns überhaupt gar nicht mehr vorstellen können. Wir können aber auch nicht nur Menschen mit unserem Strahlen berühren, sondern auch Situationen, die Erde und alles, was ist. Und wir brauchen es auch gar nicht zu kontrollieren. Wenn wir einfach nur die Sonne sind, können wir vertrauen, dass unser Strahlen alles berührt, was uns berührt. Und so sind wir in jedem Moment nur Licht und Liebe. Für uns und für alles, was ist. Und darum brauchst du gar nicht in die Ferne schweifen, sondern du kannst ganz bei dir bleiben. So nimm deine Grenzen noch einmal wahr. Und das Strahlen in dir. Wo nimmst du es am meisten wahr? Vielleicht als Verbindung zur göttlichen Kraft. Vielleicht kannst du es aber auch sehen, in Farben, in Formen, in Licht oder in nichts.
Vielleicht kannst du es aber auch hören. In Tönen, in Rauschen. Oder auch in nichts. Vielleicht kannst du es auch fühlen in deinem Herzen. Vielleicht ist es weit oder kuschelig eng. Vielleicht ist es ganz still oder auch bewegt. Vielleicht fühlt es sich schwebend leicht oder entspannt schwer an. Vielleicht kannst du es aber auch als eine Schwingung in deinem ganzen Körper, ein Pulsieren. In Wellen. In Blitzen wahrnehmen. Vielleicht ist aber auch nur ein wohltuendes Nichts. Und nichts davon ist besser oder schlechter. Es ist dein persönliches Strahlen. Und was es auch immer ist, nimm es einfach nur wahr. Denn wenn wir es wahrnehmen, dann ist es in Aktion. Je öfter wir es wahrnehmen, umso heilsamer ist es für uns und, wie du jetzt weißt, auch für jeden, der mit dir verbunden ist und der wieder mit dem verbunden ist und der wieder mit dem verbunden ist. Bis alles umfasst ist. Du kannst dieses Gefühl so lange aufrechterhalten, wie du möchtest. Je mehr du es beobachtest, umso stärker wird es. Du kannst aber auch im Laufe des Tages immer mal wieder deine Aufmerksamkeit darauf richten.
und immer genau in dem Moment, wo es wahrgenommen wird, ist es wirksam. Und so kann jeder für sich etwas für alle tun. Erinnere dich so oft wie möglich an dein Strahlen, an dein wirkliches Sein. Und mit ein bisschen Übung kann man es sogar fast die ganze Zeit aufrecht erhalten. Wenn du nun deinen Körper wieder von Kopf bis zu Fuß wahrnimmst, dann kannst du die Hülle spüren, aber ebenso den Schein in dir. Und auch wenn du auf deine Lebenssituationen und die Zeit im Außen blickst, so kannst du trotzdem dieses zeitlose Gefühl in dir weiterhin wahrnehmen. Und du kannst den Raum um dich herum wieder wahrnehmen. Und trotzdem auch die Schwingung im Raum und das Strahlen, die Schwingung in dir. Und du kannst deinem Körper, diesem wundervollen Behälter deines Strahlens, jetzt wieder sagen: Nimm deine Bewegungsfunktionen wieder auf, wackle mit den Zehen, mit den Fingern. Und bleibe trotzdem mit deiner Aufmerksamkeit noch ein wenig in deinem inneren Strahlen. Und komme ruhig ein bisschen mehr in Bewegung. Du kannst dich auch strecken, vielleicht magst du gähnen. Aber dein Strahlen bleibt immer noch bei dir. Und wenn du soweit bist, dann kannst du auch wieder die Augen öffnen und zurückkehren in diesen Raum, in diese Zeit mit all deinen Lebenssituationen und Menschen. Und dennoch mit einem ganz neuen Strahlgefühl und einem Lächeln
Kehre zurück ins Hier und Jetzt.